مرحبا يا حلوين، يا ميت أهلا وسهلا فيكم بدرسنا الجديد لليوم من كورسنا، كورس المحادثة بعنوان عن طبيب الأسنان. إذا أول مرة بتشوفوني بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، ما رح طول عليكم كتير، خلونا نبلش. مثل العادة إحنا بنبلش بالمفردات، المفردات اللي ممكن إحنا نستعملها بهذا المكان أو بهذا الموقف. أول شيء ممكن نستعمله مثل عنا der Zahnarzt. Der Zahnarzt. بصيغة الجمع منقول die Zähne. Der Zahnschmelz. Das Zahnfleisch. Der Nerv. Die Karies. Die Zahnfüllung. Die Füllung. Die Zahnspange. Das Schmerzmittel. Die Zahnfleischentzündung. Die Betäubung. Die Betäubung, يعني التخدير. Die Spritze. يعني الإبرة. إذا إحنا قلنا die Betäubung, بطلع عنا die Betäubungsspritze. يعني إبرة التخدير أو إبرة المخدر. هلأ خلونا ننتقل نفوت بالحوار. مثلا أنتوا بتكون تقولوا أنا عندي اليوم موعد عند دكتور الأسنان، بتقولوا بهاي الطريقة Ich habe heute einen Termin beim Zahnarzt. Ich habe heute einen Termin beim Zahnarzt. إذا بدي أقول أنا محتاج لموعد، مثلا أنتوا عم تحكوا على التليفون والسكرتيرة بتقول إنه شو فيني ساعدك، بتقولوا Ich brauche einen Termin. إذا بتكون تقولوا أنا بحاجة لموعد إنه كتير ضروري، بتقولوا بهاي الطريقة Ich brauche dringend einen Termin. هلا مثلا رح يرد عليكم، رح يقول لكم يا gerne، وبعدين رح يبلشوا يقول لكم هن مثلا شو عندن مواعيد. الرد ممكن يكون بهاي الطريقة Ich habe einen freien Termin heute Abend um 18 Uhr. Oder morgen um 10 Uhr und am Nachmittag um 16 Uhr. Oder morgen um 10 Uhr und am Nachmittag um 16 Uhr. ممكن يكون الرد تبعكم Ich komme morgen um 10 Uhr. Vielen Dank. شي طبيعي رح تروحوا عند الدكتور أو الدكتورة، رح تفوتوا رح تقولوا مثلا التحية مثل العادة، مثل ما بنحكي شوفوا إنه كيف الأمور عم ترجع تتكرر، لأنه بالحوار من الطبيعي أنا وقت لما أحاور شخص إني أنا أحييه، إني أنا أحكيه بطريقة إنه اللباقة وهيك قصص. فكمان إحنا بالسابق أخذنا درس عن دكتور، وكمان كان سؤال الدكتور ممكن يكون Was kann ich für Sie tun؟ أو Wie kann ich Ihnen helfen؟
Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe starke Zahnschmerzen. Ich habe starke Zahnschmerzen. ممكن يرد الدكتور ويقول Seit wann haben Sie Schmerzen? Seit wann haben Sie Schmerzen? ممكن احنا يكون ردنا Ich habe seit 2 Tagen Schmerzen. Ich habe seit 2 Tagen Schmerzen. Ich habe seit gestern Schmerzen. Ich habe seit gestern Schmerzen. Ich habe seit einer Woche Schmerzen. Ich habe seit einer Woche Schmerzen. Minchahar, ich habe seit einem Monat Schmerzen. Ich habe seit einem Monat Schmerzen. من كتر الوجع ممكن احنا اخذنا مسكن وبدنا نقول للدكتور Ich musste zweimal ein Schmerzmittel nehmen. Ich musste zweimal ein Schmerzmittel nehmen. مشاكل شائعة ممكن تصير عنا يعني بسناننا واللي هي منا Beim Zähneputzen bekomme ich Zahnfleischbluten. Beim Zähneputzen bekomme ich Zahnfleischbluten. Au, meine Zähne sind empfindlich. Meine Zähne sind empfindlich. يعني أنا أسناني حساسة. Au, mein Zahnfleisch ist entzündet. Mein Zahnfleisch ist entzündet. Au, mein Zahnfleisch ist geschwollen. Mein Zahnfleisch ist geschwollen. Au, meine Füllung ist herausgefallen. Meine Füllung ist herausgefallen. إذا مثلاً أنتوا بتكون تقشروا على سن محدد وبتكون بتقولوا إنه حشوة هذا السن وقعت بتقولوا بهاي الطريقة Die Füllung dieses Zahnes ist herausgefallen. Die Füllung dieses Zahnes ist herausgefallen. Au ممكن meine Zähne sind kälteempfindlich. Meine Zähne sind kälteempfindlich. Meine Zähne sind kälteempfindlich. إذا بدكم تحددوا على سن واحد مثلا تقولوا إنه هذا السن بتحسس من البرد إنه الأشياء الباردة بتقولوا بهاي الطريقة Dieser Zahn ist kälteempfindlich. Dieser Zahn ist kälteempfindlich. Dieser Zahn ist kälteempfindlich. Mein Zahn ist abgebrochen. Mein Zahn ist abgebrochen. Ich habe Karies. Ich habe Karies. Ich brauche eine Zahnreinigung. Ich brauche eine Zahnreinigung. Ich möchte eine Zahnreinigung. Ich möchte eine Zahnreinigung. Ich möchte eine Kontrolle. Ich möchte eine Kontrolle. Ich brauche eine Zahnspange. Ich brauche eine Zahnspange. ممكن أسئلة يسألكم يا طا الدكتور. Wo haben Sie denn Schmerzen? Wo haben Sie denn Schmerzen? Wo haben Sie denn Schmerzen? Was tut Ihnen genau weh? Was tut Ihnen genau weh? Welcher Zahn tut Ihnen weh? Welcher Zahn tut Ihnen weh?
Wann waren Sie das letzte Mal beim Zahnarzt? Wann waren Sie das letzte Mal beim Zahnarzt? Wann haben Sie das letzte Mal Zahnreinigung gemacht? Wann haben Sie das letzte Mal Zahnreinigung gemacht? Sie haben Karies. Sie haben Karies. Sie haben eine kleine Karies, die Sie entfernen müssen. Sie haben eine kleine Karies, die Sie entfernen müssen. Sie haben eine Zahnfleischentzündung. Sie haben eine Zahnfleischentzündung. Sie haben eine Entzündung. Sie haben eine Entzündung. Es gibt ein Problem mit der Wurzel. Es gibt ein Problem mit der Wurzel. Es gibt ein Problem mit der Wurzel. Ich gebe Ihnen eine Betäubungsspritze. Ich gebe Ihnen eine Betäubungsspritze. Um Salam Mukani Ul, ich gebe Ihnen eine Spritze, damit die Behandlung nicht weh tut. Ich gebe Ihnen eine Spritze, damit die Behandlung nicht weh tut. Zahnpflege ist sehr wichtig, um Karies vorzubeugen. Zahnpflege ist sehr wichtig, um Karies vorzubeugen. Sie können jetzt den Mund ausspülen. Sie können jetzt den Mund ausspülen. هيك حبايبي وصلنا لنهاية درسنا لليوم، ما حبيت كتير صعبه عليكم، حبيت اني اعطيكم الاشياء الاساسيه اللي ممكن اي شخص يحتاجها عند دكتور الاسنان، الاشياء يعني انه الواحد اكثر شيء بيستعمل انه هو يحكيها او مضطر انه هو يحكيها او بتصير مع اي شخص ممكن، بتمنى انه يكون الدرس عجبكم، ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، ما تنسوا تتابعوني على الانستغرام وعلى التيك توك لحتى تتعلموا معي اكثر. بحبكم كتير كتير، بشوفكم إن شاء الله بالدرس الجاي. سلام.